euch, servus beieinander, das ist wieder die Kathi. Und ich nehme euch heute mal mit auf eine meiner Lieblingstouren, nämlich auf den großen Treiten über Steiner Joch. Wir sind wieder relativ früh weggegangen, Parkplatz Rosengasse. Ich verlinke euch die Tourenbeschreibung unten in der Beschreibung. Und jetzt seht ihr es hinter mir. Wir haben schon ein richtig geiles Panorama und ich glaube, dass das heute ein richtig geiler Tag wird. Ja, der Treiten, 1852 Meter hoch, über Steilner Joch, das ist 1747. Und die beiden Berge sind durch einen Grat verbunden, von dem wir hoffentlich eine ziemlich geile Aussicht heute haben, weil wir das letzte Mal da waren, bis in die hohen Tauern schauen können und das ist halt richtig geil. Dann hätte ich gesagt, pack was. Geht über den Weg gleich ziemlich gut los, steigt ziemlich steil an, aber ich verspreche euch, das wird heute eine richtig coole Tour. Ich wünsche euch viel Spaß, kommt mit! Da unten haben wir einen Parkplatz, der Gasthof Rosengasse. Das ist unser Ziel für heute, der große Treiten, 2,25 Stunden. Über Steilner Joch wahrscheinlich ein bisschen länger, aber das packen wir schon. Über der Straße geht es erstmal ganz gemütlich auf. Geradeaus gehen jetzt zum Grünstein weiter, da wollen wir aber heute nicht hin. Deswegen wollen wir rechts ab und gehen über die Wiesen weiter. Im Vordergrund ein Teil vom Skigebiet Sudelfeld, dahinter ganz markanten Wendelstein und da drüben haben wir den Schortenkopf, den Mutterberg und den Dümpfel. Das ist unser Ziel für heute, der große Treiten. Und da über den Grat werden wir ewig gehen. Da haben wir ein Steilner Joch. Jeha! Übrigens, weil ich vorhin gesagt habe, Treiten ist einer meiner Lieblingstouren. Erstens einmal ist das Panorama durchwegs eigentlich ziemlich geil. Die Rosengassen liegt auf 1000 Meter, 1000 Höhenmeter, glaube ich. Also man geht schon ziemlich hoch weg. Und es ist einfach super. Zum zweiten ist die Tour für mich ein bisschen was Besonderes, weil das war nämlich meine allererste Solo-Begehung. Damals habe ich noch ganz schön Muffensausen gehabt. Aber mittlerweile ist das alles kein Problem mehr. Der Weg über Steilner Joch ist übrigens ein bisschen felsiger, also man sollte schon ein bisschen Erfahrung mitbringen und Trittsicherheit. Es ist jetzt nicht ausgesetzt, aber es ist, glaube ich, alle seilversicherte Stall dabei, wo man sich festhalten kann. Ja, es gibt aber Leute, die haben mich nach dem letzten Video gefragt,
Kathi, bist du da solo unterwegs? Ja, ich bin solo unterwegs. Aber es ist nicht meine erste Bergtour. Ich habe das Wetter checkt, ich habe die Tour checkt, es sind andere Leute unterwegs. Ich habe die SOS-App vor der Bergwacht. Also solange das Handy nicht kaputt ist, findet man die auch wieder. Soll natürlich jetzt kein Ansporn sein, allein in die Berg zu rennen. Bloß weil ich das mache. Sicherheit ist in die Berg ein ganz wichtiger Faktor. Weil es sind so viele Leute unterwegs, gerade in der heutigen Zeit, dass sie denken, oh mal, jetzt mal in die Berg. Und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann kommt der Alpenverein und holt mir meinen Hubschrauber. Lasst es. Wenn ihr so drauf seid, bleibt es gleich daheim. Hubschrauberrettung ist erstens kein Spaß, nicht? Stellenweise auch in den unwegsamen Gelände. Die Retter riskieren selber ihr Leben, das ist wie mit der Feuerwehr. Also warum muss man sowas provozieren? Macht euch vorher über die Touren schlau. Deswegen mache ich solche Videos, damit man auch den Weg einschätzen kann. Weil das oftmals aus den Beschreibungen ein bisschen schwierig ist, auszuleiten. Wenn es heißt, ja, leichte Kletterpassagen, was heißt das jetzt? Dann schaut euch lieber solche Videos an und entscheidet dann, trauen wir das zu oder nicht. Und wenn ihr die Möglichkeiten habt, geht es mindestens immer zu zweit. Weil das beiden was passiert, ist relativ unwahrscheinlich. Da vorne den großen Treiten, rechts daneben der kleine Treiten. Über der Wiesen sind wir raufgekommen. Jetzt geht es durch den Zaun durch. Oder aus voraus der Brünnstein, den man auch von der Rosengassen rausgehen kann. Rechts daneben der Zaumekaiser und einen traumhaften Blick halt auf den Wilden Kaiser. Ist das geil oder ist das geil? Der ohne Seil versicherte Stall gut zum Festhalten und ein bisschen zum Kraxeln. Hey, ich korrigiere mich, es kommt nochmal ein Seil versicherte Stall. Nicht weiter tragisch, weil im Prinzip auch bloß welche der alten Felsplatten da unten, damit man sie ein wenig anhalten kann. Aber der Weg an sich, muss ich sagen, zeigt schon gut an. So, Bergheil vom Steiner Joch, erster Gipfel geschafft für heute. Und jetzt zeige ich euch, warum wir auch verkrallt sind. Da vorne haben wir den Wilden Kaiser, dahinter die Hohen Tauern, den Johannesberg und den Großglockner. Da waren wir heuer auch schon drum. Als nächster ein Großvenediger. Es ist einfach ein Traum heute. Vom Steiner Joch geht es jetzt weiter über den Grat. Ungefähr eine Stunde ist noch angeschrieben bis zum Treiten. Und dieses Panorama wird uns so lange begleiten. Juhu!
Dann sieht man nochmal schön die zwei Gipfel. Rechts der kleine Dreiten, links der große Dreiten. Da geht er gerade entlang. Von da unten sind wir gekommen. Dahinter der Wendelstein, ganz markant mit der Wetterstation. Und was man jetzt auch schön sieht, ist das hintere Sonnenwendjoch. Dahinter der Guffert. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich hoffe schon. Der Schneebedeckte da hinten, das ist der Olperer in die Zillertaler Alpen. Wach, gehen wir an der Stelle. Wird nach unten weitergehen. Sondern auf die Markierung achten, da oben geht's weiter. So, jetzt haben wir das 360 Grad Panorama fast komplett. Der Schneebedeckte, wie gesagt, das ist der Olperer. Dann haben wir da vorne das hintere Sonnenwendjoch, dahinter die Kufferspitzen. Und den Kollegen da drüben, den kennt ihr auch, nämlich aus dem ersten Video, das ist der Risserkogel. Und da liegt unser Ziel. Auf geht's, Endspurt! Bergheil im großen Dreiten, 1852 Meter, wie prophezeit. Ein Wahnsinnspanorama. Wir haben den Wilden Kaiser, und den Glockner, Großvenediger, die ganzen hohen Tauern, das hintere Sonnenwendjoch, der Risserkogel. Genau. Und da ganz hinten sieht man sogar heute die Zugspitze. Ich glaube, ich darf das Video einfach Panorama-Rundtour, weil es ist echt der Wahnsinn, was für ein geiles Panorama, das wir heute haben. Und weil schön das in Bayern ist. Wo sich jeder Scheiß noch weit ins grüne Draht hat, und von unserem weiß-blauen Himmel riecht's bloß Bier und manchmal weiß-blaue Karos. Himmel am Bierglück im Feld, zum Himmel hinauf, bei uns ist Corona, ein Lohrbock, toll, wir trinken wir's aus. Jetzt steigen wir auf Bierwing und dann trinken wir drauf, weil ist ja jeder von uns gleich ein Wingerl weiß. Oder bist du immer am Bierglück in Tee, zum Himmel hinauf, bei uns ist Corona, ein Lohrbock, toll, wir trinken wir's aus. Auf jetzt steigen wir auf Bierwing und dann trinken wir drauf, weil ist ja jeder von uns gleich ein Wingerl weiß. Oder bist du ein Blau? Kurzer Blick zurück, von da oben sind wir hergekommen, über den Grat sind wir heute drüber gegangen, da hinten ist das Stallnerjoch. Im Endeffekt stehen wir jetzt an dem Punkt zwischen die zwei Gipfel, da gehen wir jetzt zum kleinen Dreiten weiter und auf die Völneralm. Den schenken wir aber heute und wir gehen über die Wiesen wieder all Richtung Parkplatz. Vom Abstieg habe ich jetzt leider nicht so viel filmen können, weil unheimlich viel los war. Also sowohl Affe als auch alle.
Und ja, da ist es immer ein bisschen schwierig nur dazu mit der Nordseite, weil es ziemlich rutschig war, also unbedingt aufpassen. Und ganz wichtig, ich sage es jetzt explizit nochmal, zeigt Bergschau an auf der Tour. Bergschau haben wir einfach einen besseren Grip. Und ich habe jetzt gerade so viele Leute mit Sneaker gesehen, in der Jeans, mit Bundeswehrstiefel. Deswegen macht man sich vorher Gedanken über seine Tour. Haben sie dann auch gemerkt, dass das nicht die beste Entscheidung war. Hätt's gedacht. Aber ich glaube, denen kannst du auch nicht mehr helfen. Übrigens, auch das ist ein Grund, warum man Bergschau anzeigt. Das ist nämlich gerade ein wenig matschiger. Sollte aber gleich wieder vorbei sein. Ein kurzes Resümee zu der Tour. Also Parkplatz Rosengasse. Tagesticket kostet 3 Euro. Die Tour an sich ist nicht ganz so lang wie der Rüsserkogel. Also selbst mit dem Umweg über Steiner Joch seid ihr in 4-5 Stunden. Solltet ihr planen, dann geht sich das ganz gut aus. Ich brauche das Filmen und Fotografieren natürlich immer ein bisschen länger. Auf- und Abstieg liegen auf der Nordseite. Das heißt, unbedingt gute Show anzeigen und damit rechnen, dass es rutschig ist. Sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg wird man ab und zu mal die Hände brauchen. Es ist einfach ein bisschen mehr Kraxelei auf der Tour. Das macht es aber auch wiederum wieder schöner. Also mir taugt es. Wie gesagt, den Abstieg habe ich jetzt leider nicht so gut filmen können, weil zu viel los war. Aber er ist von der Schwierigkeit her ähnlich wie der Aufstieg. Der selber liegt auf der Südflanke. Das heißt, da auf jeden Fall wieder Sonnencreme einschmieren und da wird es schnell warm zwischen die Latschen. Also auch wieder viel zum Trinken mitnehmen, aber das versteht sich eigentlich von selbst auf so einer Tour, wenn man länger unterwegs ist. Ja, mehr gibt es eigentlich auch schon nicht zum Song. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas mehr sehen wollt, wenn ich mehr labern soll, wenn ich weniger labern soll. Übrigens nochmal einen herzlichen Dank an den langsamen Bombenlecher aus Landau für dein super geiles Feedback. Hat mich unheimlich gefreut. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Servus, für euch.